So, meine Lieben, jetzt habe ich gemerkt, dass das Mikro nicht an ist und heiße euch herzlich willkommen zu einer Folge Kerbal Space Program 2, weil sich kein Livestream jetzt am Nachmittag ausging. Folgt ein kleines Video, circa eine halbe Stunde, und ihr habt jetzt meinen Versuch gesehen, eine Umlaufbahn zu erreichen. War ja gar nicht mal so schlecht. Thank you.
Ich kann hier nur den Treibstoff einstellen, ich kann nicht den Schub einstellen. Doch, jetzt. Achso, ich war am falschen Ding. Entschuldigung. Wir machen nur 70% Schub. Die Frage ist, ob die nicht ausreichen, dass sie uns nach oben bringen. Und deshalb glaube ich, starten wir am Anfang nur mit einem Drittelschub der Rakete. Ein paar Sachen würde ich dann aber schon gern ändern. Ich ändere das einfach, was da ist, ne? Das ist immer eine gute Option. Was ist das? Der Fallschirm? Oder? Nee. Das gehört alles zum Drehmoment. So, mal Solarzellen drauf. Sehr gut. Wie schaut eigentlich mit Lichtern aus? Hilfsmittel vielleicht. Hier sind die Steuerungsdüsen. Haben die einen Treibstoff? Wir sollten vielleicht nicht auf die Dings pusten hier, auf die Solarzellen. Besser so drauf. Na gut. Soweit das Teil.
Für mehr Lenkbarkeit. Das Ding starten wir jetzt mal. Nee. Na, wie kann ich denn die jetzt darüber ziehen? Das ging doch mit Drag and Drop. Hä? Was ist denn jetzt los? Aha. Warum setzt man den nicht extra hier rein? Na gut, dann geht das nicht anders, dann muss ich die zünden. Okay, versuchen wir das mal. Machen wir mal eine andere Starterlampe. Starterlampe 2. Bei Nacht. Keine Lichter dran, aber wir starten. Nur mit einem Drittel Schub. Wir brauchen eigentlich gar keinen Schub, wie die Booster anblasen. Na komm, warum hat die untere, warum hat die jetzt nicht gestartet? Achso, Entschuldigung, mein Fehler. Ach Gott, die hat schon gestartet, ich habe sie nicht aufgemacht. Ach Gott, kurz im Menü gewesen, da habe ich schon verkackt. Das Triebwerk war an, ich habe nur keinen Schub gegeben. Ich habe sie ja komplett ausgemacht. Also, nochmal. Los geht's. Schub nehmen wir jetzt mal komplett weg. Wo ist meine derzeitige Geschwindigkeit? Die Höhe? Geschwindigkeit hier. Die sollte uns mindestens über den ersten hier bringen. In die nächste Atmosphärenstufe.
nehmen jetzt langsam das nächste Triebwerk zu, ein Drittel mit rein. Und volle Kanne drauf. Jetzt müssen wir nach oben kommen. ...20.000, glaube ich, war es. Da nehme ich jetzt mal Schub weg. Der falsche. Dann machen wir das per Hand. Handmade. Wir haben noch Treibstoff, wir sind schon im All. Diesmal läuft es ja richtig gut. So, wenn ich jetzt Schub wegnehme, dürfte sich unser Wert aber nicht mehr verringern. Ja, der Sprit geht sich nicht mehr ganz aussehen wie hier, aber wir haben noch ein Triebwerk. Und der startet aber jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Sollte eigentlich nach der Entkopplung sofort starten. Die grauen Linien hier sind unsere Körbels, die schon im Weltall herumeiern. Und das wird jetzt auch keine Rettungsmission, wir üben einfach mal den Flug. Wir könnten versuchen, in die Umlaufbahn dieses Körbels einzutreten. Dann müsste ich aber dann hier runterziehen. In welche Richtung fliegt er eigentlich? Das ist ja eigenartig. Ich dachte, dass er in die Richtung fliegt. Dann haben sie es aber optisch umgedreht, oder täusche ich mich da? Im Gegensatz zum ersten Teil.
Ein bisschen genauer. Ist ja schon fast Satellit, ne? Perfekt haben wir das gemacht. Fast schon. Darf man über ausrichten. Brauchen wir, 933 haben wir. Ja gut, die 57 heben wir uns auf. Das ist der Körbel, den wir auch wieder nach Hause bringen können. Und das mit der Zündung, wie gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden, warum der nicht Gas gibt. Zack, alle beide ausgefahren. Sobald Sonne kommt, haben wir Strom. Und hätte ich hier schon eine Schüssel montiert, könnten wir das schon als Satellit verwenden. Sehr nice. Satelliten brauchen wir, wenn wir dann Signale zu unseren nach Körbel zurücksenden wollen. Und quasi über einen Himmelskörper leiten müssen. Das wird dann recht interessant. Das setzt man da so in der Umlaufbahn radial zum Äquator. So eine rum. Ungefähr so wie die beiden Kapseln hier. Das wäre ja auch ein Versuch. Das Ganze ohne einen Körbel zu machen. Da haben wir Einzelsitzlandebüchse. Kommandokapsellandebüchse ist eine einsitzige Landebüchse für die Landung auf neuen bisher unbekannten Oberflächen. Sie ist zwar äußerst leicht, besitzt aber dennoch erforderlich mehr aus, aber dennoch sämtliche erforderlichen, was auch immer. Ah, hier, Fernsteuerungseinheit. Wir laden hier mal unsere letzte Konstruktion.
löschen mal das Teil hier. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir lassen die Kapsel. Forscher, Kommando. Zwei Sitzlandebüchse. Zu hoch, zu groß. Das Teil wird gehen. Wir schauen, dass wir unsere Körbel zurückbringen. Achso, nee. Warte mal, wie viel haben wir hier Platz? Einer, ne? Einzelsitz, Einzelsitz, Dreisitz. Ich könnte zwei übereinander machen. Definitiv Bremsfallschirme, definitiv. Ein Gyrosystem mit reinschmeißen. Das Ganze abkoppelbar machen.
nehme noch so einen kleinen Treibstofftank mit. Und dann versuchen wir eine Rettungsmission. Rettungskapsel. Okay, meine Lieben. Dann werde ich die Folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Stream oder Video. Alles Liebe, euer Altron. Baba.